Ja. Hier müsste sogar. Der Krankenflügel ist sogar in dem Gebäude. War krass. ja, neue Zaubersprüche oder so haben wir nicht. Wir waren ja letztes Mal hier. Doch! Doch, eine Sache könnten wir machen. Das hier. Mehr als bereit. Super. Hallo? Ja. Genau. Dann sollen wir den Kessel, aber wie gesagt, den können wir noch nicht benutzen. Seht ihr ja, der Deckel ist noch zu. Ja. Kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob wir die Deckel aufmachen müssen oder ob wir die dann direkt benutzen können. Ich meine, die müssen wir aber einmal aufmachen. So, ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier war auch nichts. Sind wir vorhin einmal rumgelaufen? So's. Ich bin noch am Überlegen, was ich mir heute zu essen mache. Entweder mache ich mir heute nochmal eine Pizza. Ich hatte gestern schon eine so richtig schön dick belegt. Oder ich mache mir heute. Oder ich mache mir heute irgendwie so Nudeln oder so. Also ich merke mal, ich muss mal irgendwie mal wieder sowas Kartoffelliges oder so essen. Das mache ich mir auf jeden Fall die nächsten Tage. Ich habe schon überlegt, ob ich morgen kurz in einem Laden gehe. Da könnte ich theoretisch auch Brot oder so holen. Ah. Ah, hier ist auch ein Kessel. Okay. Es müsste sogar jetzt bald kommen mit dem Kessel. Das war auch eine Mission, ne? Ja, sonst ist hier nichts. Okay. Dann in die andere Richtung. So's. Schauen wir doch mal. Achso, der Duellierclub war jetzt dieses. Hier ist Percy, der deprimierte Neville. Also der sieht auf jeden Fall sehr angeschlagen aus. So, ich glaube, hier ist sonst nichts. Nee, das kann ja nur ein Hufflepuff-Schüler, also wir können es noch nicht. Ja, dann schauen wir uns mal den Duellierclub an. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da war. Ja. So bescheuert. Aha. In die große Halle können wir eigentlich auch mal gleich rein, wenn man danach nochmal so reinkommt. Ja. Ja. Das finde ich übrigens auch immer lustig, dass man so ein bisschen Geld bekommt. Ach, guck mal, hier kann man nochmal, genau. Entwaffnung ist das jetzt. Also wir hatten ja schon... Wir hatten ja generell schon... Ach so, stimmt, man muss auf der Linie stehen, sonst geht das nicht. Hä? Wieso zählt das denn nicht? Hä? Ach so, weil... Oder... Ah, ich muss da an der Linie bleiben. Okay. Ich darf nicht drüber gehen. Und zielen dann wahrscheinlich... Oh, wie schwierig. Oh, wie toll. Na, One muss das noch machen. Ich weiß gar nicht, dass ich die stunnen kann. So, aber ich glaube, hier ist also ein bisschen Geld ist hier, aber... Ich mag das übrigens, dass One trotzdem normal hier zaubern kann. Und ich fände das schon lustig, wenn der irgendwie hier random... Obwohl, ich glaube, zwischendurch macht er sogar falsche Sprüche. Dass man aus Versehen jemanden verzaubert oder so. Irgendwas war damit. Oder war das im Dingsspiel? Ich meine, hier gab es auch Probleme. So, das war's. Also in irgendeinem Spiel war das. Also ich weiß auf jeden Fall im Gameboy-Spiel war das, dass es da Probleme manchmal gab. Ja, los. Los. Ja, wow. Also das war fies.
Hallo? Ja. Also einfach. Du kannst auch treffen, weißt du das? Ja, also duellieren in dem Spiel ist auch. Also es ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Oh, das war's. So, in dem nächsten Teil mag ich es auch nicht, weil es einfach viel zu lange dauert. Aber naja, es existiert. Das ist das Wichtigste. Ja, ja. Hat er einfach die Schlange ausgepackt. Ja, Paselmund. Kann mit Schlangen reden. Der Lümmel. Ja, das verstehe ich auch nicht, dass auf dem Besen so ein Symbol hat, was so ähnlich aussieht. Ja gut, das hätten wir geschafft. Paselsprache frei. Ach, das haben wir jetzt sogar freigeschaltet. Auch krass. So, genau. Ich würde einmal kurz in die große Halle gehen und gucken, ob wir da schon was machen können. Ja. Hm. Tatsache. Also hier sind auf jeden Fall die Schulgeister, die sehen wir hier zwischendurch. Also das ist auch so ein Ort, den ich eigentlich erst immer richtig spät besuche. Aber wie gesagt, ist ja jetzt nicht schlimm. Also nicht schlimm, ist doch gut. Ich find's gut. Ist sogar fast Kopf... ist doch ein kopfloser Reiter, genau. Genau, das müssen wir auch noch alle Tier machen. Das ist nochmal Geld. Oh, fantastische Tierwesen hätte ich aber auch mal wieder Bock. Generell so die Filme. Ich hatte ja, als Fantastische Tierwesen 3 da war, habe ich einen Marathon gemacht. Alle drei Filme hintereinander. Und dann habe ich angefangen Harry Potter geguckt. Aber irgendwie die beiden 7 habe ich nicht geguckt, weil ich die hintereinander gucken wollte. Und irgendwie hatte ich dann nie einen Tag, wo ich dann mal Zeit hatte. Und halt auch Lust, ne? Weil ich finde immer die 7er, ich finde die immer so ein bisschen, ja, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen anstrengend zu gucken. Weil sie schon so ein bisschen emotional sind. Ja, ich weiß, als ich den 7. im Kino, also den letzten, den 8. Film halt, ne, 7.2 meine, Entschuldigung, im Kino geguckt habe und so die Endszene, Charakterstunts, ja, dass wenn man einen anderen Charakter umbringt, dann verlieren die halt Geld. Ja, und es wird halt nochmal die Original, also man hat ja sehr stark auf Emotionen gepocht. Deswegen irgendwie den gucke ich so ungern im Sinne von einfach, weil weiß ich nicht. Ich habe generell Harry Potter Filme ist für mich, also ich mag die immer noch, ich liebe die, ich bin damit aufgewachsen und wenn andere so sagen, ich finde das immer so krass jetzt bei, ich weiß gar nicht, ist das bei, nee, das ist auch irgendwo, ist gerade so eine Tour mit Harry Potter, also mit den, mit so Ausstellungen, mit diesen ganzen, mit Sets und sowas und ich sehe momentan so viele Leute, die da hingehen und alle so nach dem Motto, boah, ich bin damit aufgewachsen. Leute, ich hab's gelebt. Ich hab's gelebt. Ich bin damit nicht nur aufgewachsen. Ich war dort. Nein, ich meine einfach nur so nach dem Motto so. Irgendwie, ich hab so viele Leute bei mir im Umkreis, die immer so sagen, die sind riesen Harry Potter Fan und weiß ich nicht. Also jetzt nicht negativ. Ein Fan ist Fan. So. Sondern im Sinne von einfach. Was bin ich denn dann? Hä? Ist das der. Warum ist der einfach einer ohne Kopf? Warum steht er da einfach? Bedrohlich! Aber das ist immer dieses, was ich meine mit Fan sein. So. Ich hab's auch geliebt, immer ein Jahr gewartet. Ja. Ja, ich hatte früher Merchandise bis zum Geht nicht mehr. Ich habe die Bücher rauf und runter gelesen. Ich habe die Hörbücher gehört. Ich habe die, ich weiß nicht, die Videospiele gespielt. Die, ja, das Lego-Spiel. Die Lego-Sets hatte ich alle. Ich habe den ganzen Tag Lego gebaut und. Ne? Immer mit Harry Potter so dazu.
Ich, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich halt für, also weil Leute immer mir so auch so zeigen, boah, der hat so viel Merch und ich gucke und ich so, ja, das sind die, aber alles so Sachen. Ich sag mal, wenn ich so mein Jahresgehalt auch irgendwie in so ein Franchise stecke, so, ich weiß nicht, ich finde das dann nicht so beeindruckend, wie halt manche Leute dann immer so sind. Nein, ich meine halt nur ich glaube, man versteht nicht so genau, worauf ich hinaus will. Ich meine halt hauptsächlich so in der Richtung des, ich weiß nicht, die meisten Harry Potter Fans, die ich kenne, die sind halt, also die, wo wirklich Leute immer sagen, boah, das ist der größte Harry Potter Fan, das sind halt hauptsächlich Leute, die irgendwie, keine Ahnung, einfach nur viel Geld darin investieren, so. Deswegen fühle ich mich immer bei so Fangesprächen immer so deplatziert, weil ich irgendwie, ich weiß, ich lebe die Sachen irgendwie anders aus. Ich lebe die nicht aus, indem ich dann irgendwie, keine Ahnung, da 1000 Euro in irgendwelche Sachen ausgebe, sondern indem ich halt die Sachen halt auch konsumiere, analysiere, mich darüber schlau mache. So, wisst ihr? Deswegen mag ich auch oft nicht solche Unterhaltung bei manchen Sachen. Ich weiß, wisst ihr noch, als damals Suicide Squad erschien, der erste, der Film? Wie viele Leute plötzlich die ganze Zeit da Merch und so von getragen haben, aber keinen Schwein die Comics liest oder sowas. Und so nach Motto. Also nicht, dass ich das schlimm finde, sondern halt eher so irgendwie. Und solche Leute betiteln sich immer als die größten Fans. Ich weiß nicht, so auch in letzter Zeit, ich habe so viele Batman-Diskussionen in letzter Zeit, was Batman ist und wer. Und im Prinzip, du musst nur drunter schreiben, ich glaube, du hast das Gefühl, ich glaube, du hast im Leben noch nie einen Comic in der Hand gehabt. Boah, sind diese Leute getriggert, weil, ja, haben die nicht. Aber das sind immer irgendwie die, die am meisten schreien, dass die am meisten von Ahnung haben, ne? Deswegen, wie bei Batman, irgendwie definiert Batman, es ist, jeder definiert den anders. Ja, aber jeder definiert den irgendwie, oder die meisten definieren den irgendwie nur an einen Film. Wo ich mir so denke, Junge, es gibt tausende verschiedene Batman-Inkarnationen. Aber nein, das ist nicht wahr. So, ich glaube, mehr gibt es hier aktuell nicht. Ja. Dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, als nächstes könnte tatsächlich das Interessanteste von den ganzen Sachen jetzt kommen. Also mitunter. So. Ich weiß gar nicht, was ich so erzählen soll. Ach, guck mal, hier ist der Typ wieder. Ey, eigentlich müsste der für Harry weglaufen. Das wäre lustig. Und es rumst wieder unten. Es rumst wieder. So. Genau, jetzt sind wir hier. Also ich habe eine Vermutung, wo es hingeht. Aber ich weiß nicht. Ja, doch, dahin. Okay. Ich will mal was ausprobieren. Ob wir weiterkommen. Weil ich meine. Ja! Jetzt komme ich hier auch weiter. Weil das sind auch so Gegenden, wo ich eigentlich nie so richtig. Ja, aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Schade. Nee. Und ich weiß gar nicht, ob. Ich meine, hier wäre auch noch was anderes. Ich gucke nochmal, ob man das nochmal triggern kann. Weil wäre ja schade. Ja. Leider nicht. Leider nicht. Das erste Buch gelesen, sind so viele Seiten. Och, bei Harry Potter sind das eigentlich recht. Das erste hat 300, das geht eigentlich so. Und das zweite hat auch. Also 350. Also das tut sich nicht viel. Ich glaube, das hat 50 Seiten mehr. Aber ja, die werden später halt dick. Also besonders bis das vierte ist schon so ein bisschen knackiger und das fünfte ist halt wirklich in der Wucht. So. Genau, wir können jetzt hier Parsel sprechen. Aber ich weiß gar nicht mehr. Also eigentlich müsste es da. Okay, jetzt geht's.
Eigentlich müsste es da ja zu den Slytherins gehen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum. Also ich weiß doch einen Teil vom Schloss, aber ich weiß nicht, ob man darüber da hinkommt. Ich meine nicht. Okay. Damals war ich lesevoll. Ja, ich auch. Ich auch. Ich habe, also das war wirklich so das Einzige und wo ich richtig stolz mal war, war, dass ich Tintenherz gelesen habe. Das war krass. Also das zweite habe ich irgendwann abgebrochen. Nee, also als Kind, ich habe früher so viele Bücher immer bekommen und ich habe das meiste gar nicht gelesen. Deswegen, ich würde die mal gerne alle lesen wollen, aber... Was ist denn jetzt? Hä? Oh! Was kreativ? Ist das so dieses Salz? Nee. Oder? Oder was ist das? Ich würde sagen, das ist wie so Knete, aber ich denke mal, dieses, du hast es bestimmt selber gemalt? War das so... Wie heißt das hier? Dieser Teig. Ist das so ein komischen Teig? Ich weiß den Namen jetzt nicht. So, hier ist der Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs. Da können wir aber natürlich nicht rein, weil nur die Hufflepuffs rein können. So, das können wir einmal sehen. Ja, für Töpfern Lufttrockenmasse, okay. Ich bin schon so lange überlegen wegen dieser Fimo-Masse. Ich hatte letztens auch wieder so Figuren gesehen, die jemand gebastelt hat. Da habe ich so gedacht, ah, nimm sie doch jetzt endlich die Kacke und mach da auch mal sowas. Aber irgendwie komme ich da nicht zu. Müsste auch endlich malen. Ich habe sogar ein Bild, was ich malen möchte. Ich möchte unbedingt hier Thrawn malen von Star Wars. So gemäldemäßig halt, ne? Also mit Acrylfarbe zwar, aber ja. Trocknen 24 Stunden. Ah. Also so ein bisschen knetemäßig dann, ne? Also Mischung aus Ton, Knete. Hey, hier wird sogar was freigeschaltet. Knete, jo. Neville Longbottom. Dass der auch hier freigeschaltet wird, ne? Schon für Frechheit. Oh, Schüler in Gefahr war das. Gerne. Für Ostern. Boah, ich habe gar keinen Bock auf Ostern, ne? Sag ja immer wieder, bei uns war das damals so ein bisschen, bei uns kamen dann immer so Bekannte. Aber... Gibt es leider nicht mehr und irgendwie ist Ostern seitdem so gut wie nicht mehr existent. So, das ist genau, hier komme ich auch noch nicht hin. Joa, dann gehen wir mal nach links rum. Ja, wir können auch nochmal in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum, aber da kommt man sowieso nochmal im Laufe der Story nochmal einigermaßen oft rein. Deswegen... okay. Ah, oder triggert das dann einfach das nächste Level? Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das war ein Level. Meine ich. So, als Kind fand ich Ostern immer total geil. Irgendwie, Ostern war immer so... Ich weiß nicht, irgendwie die Soft-Version von Weihnachten. Irgendwie so dieses Frühlingsmäßige. Natürlich hat es immer einen Tag geregnet, wie nichts. Deswegen bei uns gab es irgendwie Ostereiersuche, gab es bei uns irgendwie so gut wie gar nicht. Weil es halt immer geregnet hat. Immer. Und irgendwie, weiß nicht, ich glaube, meine Eltern hatten dann aber auch irgendwann keinen Bock mehr, das überhaupt zu machen.
Ach, mal sehen. Vielleicht wird das dieses Jahr gar nicht mal so schlecht. Auch wenn es bestimmt nur aus irgendeinem Frühstück besteht. Und ein paar Eier. Reicht. So. Ja, das ist das Slytherin-Gemeinschaftsraum. Übrigens, das Passwort zu der Zeit ist einfach Schlammblüter. Also das ist ja sozusagen die Zauberer-Version von diesen ganzen... Ne, von so ein paar rassistischen Aussagen. Von rassistischen Wörtern. Im Prinzip, ne? Und... Also es ist schon krass, dass man das sowas dann als Passwort für eine Schule nimmt. Ja, wir müssen Slytherin sein, da reinzukommen. Was machen wir jetzt? Denke ich mal, reicht mit Choki. Boah. Ja, ich weiß auch nicht. Also, warte mal, habe ich letztes Jahr oder so so Osterkorb gekriegt? Also, nicht. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, für mich war Ostern halt früher immer Besuch von Verwandten. Verwandten, Bekannten. Also eine Mischung. Deswegen. Also auch nicht viel, aber ich glaube nur zwei waren das immer, aber trotzdem. Ist ja leider nicht mehr. So's. Ich muss hier runter, mein Freund. Ja, das immer. Ich bin jetzt nochmal gespannt, wie man da hinkam, wo wir hin müssen. Ich habe wirklich das gar nicht mehr im Kopf. Aber krass, wie viel wir hier noch in Hogwarts rumlaufen müssen. Das müsste bestimmt dann irgendwie links rum sein, ne? Ja. Obwohl da oben... Ja, da links ist auch noch was, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Naja. Ja gut, okay. Ich glaube, da war Verwandlungen. Ah, okay, die drehen sich das so. Alles klar. Ach, guck mal, wir sind da nur Harry und Hermine. Harry und Ron, meine ich. Entschuldigung. Krass. Was ist das?